Ah, da vorne müssen wir runter wahrscheinlich. Ja! Frenkel frottelt. Heute, Let's Play, Omsi 2, der Omnibus-Simulator. Was ich von Herbert Grönemeyers Ausraster am Köln-Bonner Flughafen, was ich darüber denke, das wurde ich neulich schon gefragt, ne, habe ich nicht beantwortet. Moment, ich trinke mal einen Schluck. Habe ich das nicht beantwortet schon? Oder habe ich das nur im Gedanken beantwortet? Es ist ja so. Er ist eine öffentliche Person, deswegen, wenn er in der Öffentlichkeit sich bewegt, muss er damit rechnen, fotografiert zu werden. Was ich aber mitbekommen habe, ist, dass er irgendwie eine neue Freundin hat und dass die Paparazzi die neue Freundin ständig fotografieren wollten. Und dann ist er ausgetickt. Und das kann ich dann irgendwo nachvollziehen. Allerdings ist es kein Grund, Fotografen mit der Tasche zu schlagen. Auch wenn das sehr lustig aussah. Ich weiß nicht, wer es nicht gesehen hat, der hat mit seiner Handtasche dann hat da eingeprügelt auf den Fotografen und der ist dann auf die Knie ganz ein bisschen auf Show. Ach, leck mich, ey, Zugriffsverletzung. Ist er dann auch so ein bisschen auf die Knie und also ein bisschen Mimimi-mäßig und hat dann irgendwie so gebrüllt, warum haust du mich? Also das hat, glaube ich, nicht wirklich wehgetan, also mal ganz ehrlich. Was hat er denn in seiner Handtasche drin, ne? Wackersteine oder was? Nee, also ganz so schlimm fand ich das dann auch wieder nicht. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. So, Haltewunsch immer noch, ne? Es geht bergauf mal wieder hier. Ah! Muss gerade ausfahren. Ach komm, leck mich doch. Scheiß Zugriffsverletzung, ey. Kann mich mal am Arsch lecken, die Zugriffsverletzung. Also Erik sagt, ich soll den Sound lauter machen. Soll ich das wirklich riskieren, ey? Jetzt bin ich so weit gekommen, ey. Und hab noch eine relativ gute Bilanz. Ich schaue jetzt erstmal noch bis zu der Stelle, was wollte ich sagen? Wo das Ende der Welt war? Wo war denn das? Ich glaube, das war jetzt... Oh, das habe ich noch nicht gesehen hier, oder? Das, so weit waren wir noch nicht, oder? I don't know. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich werde mal bei der nächsten Haltestelle, werde ich mal rausgehen. Theoretisch kann ich ja abspeichern, oder? Vorher. Falls dann abstürzt, dass wir da an der Stelle weitermachen können. Aber jetzt während der Fahrt mache ich das nicht. Ich habe es so voll im Griff gerade hier. Es läuft! Und einen schönen Sonnenuntergang haben wir auch noch. Und einen arschlahmen Golf habe ich auch noch. Da kann ich mal hier. Freie Bahn mit Marzipan. Da oben steht schon wieder ein Zug. Warum stehen die eigentlich immer nur? Weil es die Deutsche Bahn ist. Natürlich. Oder sind wir jetzt hier schon in Österreich? Ah, das war riskant. Huhuhuhu. Aber wir kommen schon noch an. Ganz, ganz ruhig. Alles bestens. So, was ist das da? Ein Renault oder sowas? Oder was soll das sein hier da? Oh, jetzt muss ich aber schon Gas geben. Jetzt habe ich kaum mehr zeitlichen Vorsprung. Immer noch Haltewunsch. Habe ich irgendwie eine Haltestelle übersehen schon oder was? Auf der Autobahn wird aber kaum eine Haltestelle sein, ne? So, da vorne wird ein bisschen dichter wieder. Nein, du Arsch! Habt ihr das gesehen, ey? Der kleine miese Spritzer, ey. Aber ich habe reagiert hier wie eine... Eine, ich habe die Reflexe einer Katze, sage ich immer. Jetzt wird's eng hier, oder was? Arschloch! Kann ich jetzt da wieder rüber? Ist ja nicht zu fassen, ey! Solche Arschgesichter hier auf der Autobahn. Ah, da vorne müssen wir runter wahrscheinlich. Ja! Du kleiner Arsch, du! Was sag ich denn, du Riesenarsch! Das kann... Oh, hallo! Hallo! Bin ich vielleicht auf dem Standstreifen? Muss ich jetzt anhalten? Wir fahren mal alibimäßig durch. Ja, komm! Ich komm jetzt dahinter... Ich steig aus, ey. Ich poliere dir das Fressbrett. Das war der andere, ne? Ohne Pause. Weiter. Ja, wir fahren weiter ohne Pause. Komm. Wir haben keine Zeit. Kann echt nicht wahr sein hier, oder? Ich habe ja auch schon Verspätung jetzt ein bisschen.
Der André, der die Map gebaut hat, hat gemeint, man hätte relativ viel Zeit und ich soll mir Zeit lassen. Ja, von wegen hier. Ich bin hier in der Zeit hinten dran hier. So, jetzt momentan bitte keine Fragen. Ich kann gerade nicht in den Live-Chat gucken. Ich muss jetzt erstmal zur Haltestelle nach Schäffstedt-Kreuzerstraße. Dann kann ich mich wieder um den Live-Chat kümmern. Ihr seht ja, ich muss mich voll konzentrieren hier. Oh, hier geht's nach Prag. Habt ihr gesehen? Ah, da vorne, da haben sie Platz gemacht. Habt ihr gesehen, ja? Sind sie ausgewichen? Ja, ich bin nämlich der Moses unter den Busfahrern. Ich teile den Verkehr. Außer es ist ein scheiß Benz hier im Weg. Da müssen wir den mal kurz rechts vorbeifahren. So, und solange ich einen Stadtstreifen habe, kann ich auch noch ausweichen. Alles gut, komm, gib Gas. Ich habe Verspätung. Genau, habt ihr gesehen, wie sich reingedrängt hat, der scheiß Benz wieder. Die Benz-Fahrer sind die schlimmsten von allen. Hä, was ist denn hier los? Oh, eine Panne. Ja! Habt ihr gesehen? Der Benz ist wieder rübergefahren. Aber ich habe wieder... Sag mal, sind die Kollisionen aus oder bin ich wirklich so gut heute? Ich frage mich gerade, ey, irgendwas stimmt da nicht. Am Ende sind die Kollisionen aus. Was ist denn da vorne jetzt wieder? Ich muss noch weiterfahren. Jetzt muss ich runter. Ich muss mal nachschauen, ey. Nicht, dass bei der Map jetzt alle Kollisionen ausgestellt sind. So, Schäffstedt, da muss ich runter. Oh nee, das ist wieder so eng hier. Ach, kacke, ey. Und dann auch noch bergab, ey. Und dann will ich da wieder hoch muss. Ach du Scheiße. Und Gebüsch überall, ey. Puh. So. Alles klar. Jetzt muss ich da rüber. Ich muss mal ein bisschen in den Seitenspiegel gucken. Das war jetzt ein Autobahnwechsel. Okay, jetzt mache ich mal kurz Pause. Weil das dauert anscheinend noch. So, jetzt will ich mal schauen, ob da die Kollisionen aus sind. Da stimmt doch was nicht. Wo findet man das nochmal hier, ne? Ja, ist alles an eigentlich, ne? Kann aber für die Map trotzdem ausgeschaltet sein, denke ich mal. Was wollte ich noch gucken? Genau, der Sound. Da werde ich jetzt aber erstmal speichern. Da werde ich jetzt erstmal speichern, sicherheitshalber. Weil ich schon so gut und so weit gekommen bin heute. Sie müssen der Situation einen Namen geben. Ja, ach so, Livestream geht nicht. Da muss ich wohl einen Namen geben. Da gibt der Situation eben einen Namen. Horst. Ach, das ist doch zum Kotzen, ey. Okay, ich werde jetzt rausgehen und versuchen, den Sound lauter zu stellen, ne? Das stürzt ab. Ich werde den Erik persönlich dafür verantwortlich machen, ja? Scheiße, was ist jetzt los? So. Also, machen wir den Sound ein bisschen lauter. Ich weiß nicht, ob er jetzt lauter ist, keine Ahnung. Ich hub gerade mal. Ich muss einen Schluck trinken. Halt, ich mach nochmal Pause, weil ich habe noch gerade gesehen. Cronies Live fragt, gibt es wieder ein Fantreffen in Würzburg? Ja, vielleicht, irgendwann mal. Frage 2, gibt es eine andere Möglichkeit als PayPal? PayPal! Das heißt PayPal, aber PayPal geht momentan, es gibt momentan nur PayPal. Und Rookie hat gespendet, Rookie 1999 hat 7 Euro gespendet, danke dafür. Und wir haben über 210 Zuschauer, jetzt 213. Okay, angeblich ist das Sound jetzt besser. Okay, dann drehen wir einen Schluck und dann fahren wir weiter. Alles klar. Ich bin ja so glücklich, dass die Map jetzt funktioniert. Ist eine schöne Map, oder? Was sagt ihr? Hä? Was sagt ihr? Schreibt mal in den Chat rein, was ihr von der Map haltet. Wiesenberg heißt die. Also könnt ihr runterladen jetzt, ne? Gibt's schon mittlerweile. So, und nächster halt immer noch Chef. Das ist ja Wahnsinn, wie groß die Map ist, ey. Die ist echt riesig, ey. Wir müssen mal bedenken, ich fahre die ganze Zeit Autobahn.
Wahnsinn. Und Haltewunsch, seit wann hat die denn den Haltewunsch? Die steht schon seit... Du Arsch! Mann! Kann doch wohl echt nicht wahr sein. Da muss er mal ein bisschen gucken hier. Ich weiß natürlich, dass man eigentlich nicht links überholen darf. Ne? Aber ich überhole ja nicht. Ich fahre ja nur links. Ah, jetzt kommen wir rein in den Ort offensichtlich. Autobahnende, alles klar. Da können wir jetzt mal damit rechnen, dass die Bremsen, die Penner. Müssen wir aufpassen. Ich höre schon wieder ein leichtes Tatütata. Und Tatütata wieder aus. Ah, gegenüber, da! Siehst du meinen Finger, du Arsch! Na, wollte mich irgendwie wieder irritieren. Was machen die denn da? Die wechseln die Spur wie andere Leute Unterhosen, ey. Einfach so. Es ist echt schön, die Map. Und wisst ihr warum? Es gibt ja die Autobahn-Map. Die ist ja auch ganz nett vom Autobahnfahren her. Aber da kann man nur Autobahn fahren fast. Und ein bisschen Landstraße. Aber hier kommst du in eine Stadt rein, so eine richtige. Ich glaube, das ist relativ aufwendig auch zu bauen. Das Tatütata geht mir auf den Sack. Oh, rot. So, wo ist denn das Tatütata? Ah, hinter mir jetzt. Oder kommt der da gerade an, oder was? Du kannst mich mal kreuzweise am Arsch lecken. Du hast zu warten hinter mir. So ein bisschen brennen kannst immer. Du könntest ja überholen, wenn du wolltest. Ne? Aber du kannst nicht, weil du zu dumm bist. So. Wehe, der fährt mir hinten rein, ey. Dann gibt's Ärger. So. Hundert, 101, 102, 103. Ach, der ist geradeaus weitergefahren, ne? Wahrscheinlich. Hat sich jetzt verpisst, zum Glück. Sehr gut. Jetzt muss ich den ganzen Ort durchfahren. Ey, das ist ja mal der Brüller, ey. Weiß auch gar nicht, ob der André mir gerade zuschaut, weil der, glaube ich, unterwegs ist. Der Map-Bauer. Damit meine ich den Map-Erbauer, nicht den Map-Bauer im Sinne von der blöde Bauer, ne? Nein, nein, nein. Das hat mich nur am Anfang geärgert, die Map. Oh, Moment, Haltestelle. Ach so, will noch jemand anhalten, ne? Warte mal, hä? Hier? Da ist gar keine Haltestelle. Sieht nur so aus. Na, schauen wir mal, ob sie rausgeht, die kleine Schlampe jetzt. Es läuft! Tschüss! Tussi! Oh, der Dackel, die Dackelperspektive. Die wollte ich eigentlich gar nicht. Zack, und da geht's weiter. Ah, wartet mal. Wir schauen mal schnell. Einfach mal, wie es hier aussieht. Zwischenstand 25,2. Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Hä? Dafür, dass mich das Spiel so disst. Ich schaue noch mal in den Live-Chat rein. Erik! Deine Kommentare interessieren ja keine Sau, ja? Ich möchte bitte, dass du Zuschauerfragen weiterleitest, ja? Nicht deine persönliche Privatmeinung. Vor allen Dingen, wenn sie es mich irgendwie herabsetzt, ja? Das möchten wir nicht. 99,9% der Leute finden die Map toll. Und Samcop Studios, was bitte ist denn Samcop Studios? Das ist ja, klingt ja grausam. Fragt, was machst du in deiner Freizeit sonst so? Erstmal einen Schluck trinken. Willkommen zu meinen letzten Worten für diese Episode. Ich habe einen Kommentar rausgesucht, der stand diesmal unter dem Let's Play Euro Truck Simulator 2 Multiplayer, und zwar dem Format Shoot Harry, die Episode 3. Und da schreibt ein gewisser Yannick H. folgendes. Wieso brüllst du so in dein Mik? Mikrofon ist gemeint. Also, wieso brüllst du so in dein Mik? Also, nochmal. Wieso brüllst du so in dein Mikrofon? Damit das alle verstehen. Yannick, wo soll ich sonst hinbrüllen? Dafür ist das Mikrofon da, ja? Wenn ich in den Monitor reinbrülle, dann nimmt der das nicht auf, verstehst du? Deswegen brülle ich in mein Mikrofon. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!